Ja, das ist eines, ich möchte sogar sagen, das ist das wunderbarste Geschenk. Also in meinem Leben, ich kann sogar sagen, in dem damaligen gemeinsamen Leben. Und alles, was mit dem zu tun hat, trägt bis jetzt Frucht. Ein Bekannter aus Obing, kleine Gemeinde, etwas östlich von Wasserburg, durch Zufall kennengelernt, ein Handwerker schlechthin, Automechaniker mit goldenen Händen, holztechnisch, Metall. Ich habe gesagt, ich wiederhole mich, irgendwo kennengelernt, seine Frau war Goldschmiedin, kommt sie mal zu uns zum Grillen. Wir sind mal da hingekommen, die Anita und ich, und haben das Haus gesehen, waren wir sprachlos. Das war die erste Transferierung, also ein erstes Haus, das umgezogen ist, das vorher woanders stand. Dann haben wir da so geschaut und gemacht, dann kommt der selbst auf der Leonhard, was ist mit dir? Ich sage, das wäre echt schön. Das ist ein Wahnsinn. Sag ich, ich möchte nur einen Bauernhof kaufen. Ich bin jetzt nicht mehr unterwegs mit der Firma Linde auf Montage, verdiene ein bisschen Geld. Sag ich, bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Ich hätte gerne auch sowas wie du. Ich hätte gerne so einen Vierfüßlerhof oder einen Teehof oder einen Winkel. Ah ja, sagt der Gemeinde, schau so. Und dann hat sich das ergeben, dass wir eben öfters Kontakt gehabt haben. Wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt, wir waren nicht verheiratet, haben uns immer darunter unterhalten, was machen wir, ziehen wir zusammen, gehen wir in eine Mietswohnung, kaufen wir uns eine Mietswohnung. Gemeinsam war dann der Entschluss, wir bleiben nicht in einer Siedlung, wir würden gerne irgendwo aufs Land. Ich wollte allerweil ins Holz mit Bachlauf, das war auch nicht dazu, weit weg. Und irgendwann einmal ruft dieser Sepp, unser Bekannter, zur Morgenstunde, ich war damals in Tating, meine Eltern am Telefon und sagt, der Leonhard, du musst heute nachmittags zu mir kommen, nach meiner Arbeitszeit fahren wir zum Landwirt, der verkauft sein altes Haus, du könntest eine Transferierung vollziehen, wie ich es gemacht habe, ich begleite dich. Der Stelle denkt, glaube ich nicht, hingefahren, mit Sepp geredet, stimmt. Zu diesem Bauern gefahren, stimmt, aber der Bauer war nicht mehr der Besitzer. Er hat dieses schon veräußert, hat beim Wirt geschimpft, weil es nicht abgetragen wird. Er bräuchte eine neue Siloanlage. Fahrbares Silo. Der Besitzer war ein Bürgermeister aus einer naheliegenden Gemeinde. Ich habe die Adresse bekommen, habe bei diesem, ich muss wirklich sagen, Herrn angerufen. Ich benenne den Namen jetzt nicht. Kontakt. Vorbeigefahren, gesprochen, Anita dabei gewesen, meine zukünftige Frau Gemahlin. Ich war damals noch, wie gesagt, unterwegs, Firma Linde, immer wieder Montagen im Ausland, im europäischen Ausland. Und da sind wir dann sogar zusammengekommen mit diesem Herrn, der der Besitzer dieses alten Hauses war und sagte, ich bin so begeistert von euch, wenn euch das so gefällt, ihr müsst mir nur versprechen, ihr dürft es nicht verkaufen. Ich möchte es nicht einem Händler verkaufen, dann gebe ich es euch. Leonhard, ich verkaufte das für den Preis, was ich bezahlt habe. Und pass auf, bei diesem Vertrag, da sind ein paar Dinge drin, du musst mit dem Landwirt nochmal sprechen, dem es vorher gehört hat, er ist nicht mehr der Besitzer. Also eine tolle Sache, sage ich gut, ich komme vorbei, habe das Geld dabei, das Zeugs, dass das passt. Und er steht vor dem Haus, vor dem Besitzer des alten Bauernhauses, Auto, schwerer Mercedes, MB-Autonummer, Mehrspach. Haushändler. Ich habe den gekannt durch andere Erfahrungen. Es kam ins Auto zurück und man sagt, die Anita Leonhard, dann schaust du aber nicht glücklich. Ich sage, das ist der, der die alten Häuser aufkauft, zu anderen Preisen als bei mir. Ich sage, jetzt kann es sein, dass es verkauft und ist, dass wir es doch nicht kriegen. Der Händler fährt, er beachtet uns nicht, wir haben auf die Seite geschaut. Dann kommt ihm der Hausbesitzer raus, sagt, da kommt es einer, was ist, warum habt ihr nicht geklopft? Ja, sage ich da, der Händler war ja da, sage ich, ist es verkauft? Nein. Du kriegst das. Ich habe es doch gesagt. Er sagt, ich habe gedacht, weil der da ist, er sagte, der Bauer hat ein geschickt, das ist eine andere Sache. Leonhard, einer, zack, bumm, fertig, Haus gekauft, Landratsamt, unterste Denkmalschutzbehörde, interessant, Informationen gegeben, Paul Werner, Dozent, von der großen Denkmalschutzbehörde in München, Hofgarten 4, kannte dieses Haus, Kontakt beim damaligen Kreisbaumeister in Traunstein,
eine etwas schwierige Angelegenheit mit diesem Kreisbaumeister, eine wunderbare Angelegenheit mit diesem Dozenten Paul Werner, sagte Herr Rosenberger, Sie sind der Besitzer, ich bitte Sie, ein Aufmaß zu erstellen mit einem bekannten Architekturbüro. Ich benenne Ihnen verschiedene erfolgreiche Umsetzungen, bitte informieren Sie sich, macht man Planen und setzen uns wieder zusammen. Phase ein Jahr, Abschlussplan, sagt dieser Herr Werner, ja, Herr Rosenberger, das, was Sie gesagt haben, haben Sie umgesetzt, ich bin ganz begeistert, ist wunderschön. Können Sie sich vorstellen, noch was größer anders zu bauen? So, ich kann mir vorstellen, aber mein Geldbeutel sagt nein. Sagt, wenn das die Denkmalschutzbehörde finanziert, so bin ich bereit, dass wir wirklich wieder einen Vierfürsthof erstellen. Aber ich bin nicht in der finanziellen Lage, diesbezüglich etwas zu tun. So, die Transferierung kann ich finanzieren, das ist sauber, wie wir es so gemacht haben, wirklich.